Organisator ist nur so gut wie die Leute, die dann mitarbeiten. Und nachdem ich über fantastische Künstler verfüge, kann man jetzt irgendwie nicht sagen, nachdem ich mit fantastischen Künstlern zusammenarbeite, die bei so einer Aktion immer dabei sind, wie zum Beispiel du, ist das alles dann relativ leicht. Nun, eigentlich wollte ich 10 Künstler zusammenbringen, 2 sind mir leider kurzfristig ausgefallen, aber 8 waren wir. Ich fange beim Bild von links an, das war die Bella von Krog, dann die Lisa Est, die Friedel Hubercheck, Volker Kartnaller, die Corinna Dietrich, Sigrid Moschner und Heike Wilmaser und ich natürlich, Veronika Junger. Es ist tatsächlich etwas Besonderes. Es haben sich verschiedene 2 Sektionen in unserer Partei erstmalig zusammengetan und wollten ein Fest veranstalten in einer Region in Margareten, wo sonst eigentlich nie Feste stattfinden. Auf der Wiener Hauptstraße. Das ist etwa ein Platz, der so noch nie genutzt wurde. Die Rückmeldungen der Menschen haben uns gezeigt, dass das schon eigentlich gewünscht wurde, dass die Menschen das gesucht haben, immer nur unten am Margaretenplatz. Ne? Nein, wir wollen auch zu den Menschen kommen, wir wollen auch für sie ein Fest machen. Der Erfolg gibt uns recht, es beteiligen sich viele. Künstler findet man. Geschäftsleute haben sich sehr gerne angeschlossen. Es sind viele Menschen gekommen. Der erste Versuch wurde gleich ein Erfolg. Die Zusammenarbeit hat sich ausgezahlt. Wir haben einmal angefangen mit diesem Fest. Wir haben angefangen, die Menschen hier einzubeziehen. Sie haben es gewollt. Wir haben es ihnen geliefert. Novum hier bei diesem Straßenfest war wirklich, ich muss es echt erwähnen, bildnerische Kunst. Ein Riesenbild ist entstanden und das ist etwas, wo auch wir uns als offene Partei darstellen wollen.